Servus Leute, im heutigen Video geht es um Taschenlampen und was sich verändert hat, seitdem sie die überarbeitet haben und warum zwei Taschenlampen an der Waffe wirklich von Vorteil sind, sozusagen Meta. Und ein kleines Wort noch zum Bloodhound-Event, ich weiß, es läuft im Moment, aber ich konnte noch nicht genug spielen, da gehen wir hoffentlich im nächsten Video drauf ein. Im heutigen Video gibt es einen kleinen Miniguide rund um Taschenlampen, viel Spaß! Zuerst mal, was hat sich bei den Taschenlampen geändert? Und zwar, sie haben alle ein bisschen überarbeitet. Grundsätzlich alle Laser-Taschenlampen, also Taschenlampen und Laser dazu, leuchten jetzt gleich weit. Vorher war es so, dass der X400 am weitesten geleuchtet hat. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ihr seht es hier oben rechts, das sind die Taschenlampen, die gleich mal durchgegangen werden. Hier die Laser-Kombos, Lestek ist eigentlich auch bloß eine Taschenlampe, gehört noch hier runter. Die sind eigentlich alle relativ gleich. Und hier unten sind die Taschenlampen. Die normalen Taschenlampen ohne Laser, die leuchten alle ein bisschen heller und weiter, aber nehmen sich alle auch nicht so viel. Und ich lasse euch das einfach mal im Schnelldurchlauf laufen. Hier von links oben nach rechts unten kommen gleich die Taschenlampen, die dran sind. Und zwar mal sehen, wo sind wir. Hier soll es irgendwo losgehen. So, zack. Und da geht's mal los. Bloß als kleine Demonstration lasse ich mal kurz ein bisschen schneller laufen. Ihr seht's, man wird geblendet, aber die Änderung ist, mal sehen, dass ich es jetzt hier sehe. Wenn die Taschenlampe auf der linken Seite ist von der Waffe und der Gegner steht jetzt hier versetzt gegenüber, dann wird das Licht abgefangen vom Schalldämpfer oder ja allem, was halt im Weg ist, und der Blendeffekt fällt weg. Und das ist bei wirklich jeder Lampe so, sobald der Schalldämpfer oder allgemein die Mündung im Weg ist, ist der Blendeffekt relativ gering. Und er ist auch bloß noch da, wenn man wirklich genau reinschaut. Also wie ihr seht, ne, wenn man davor ist, dann blendet es, und wenn man seitlich ist, dann blendet es nicht mehr so arg. Das ist die Sache mit einer Taschenlampe, da ist dieser Effekt nicht mehr so gegeben, also die Beleuchtung für einen selber ist da, aber die Reichweite von der Taschenlampe ist weniger und der Blendeffekt für den Gegner ist weniger. Und deshalb habe ich mir da ein paar Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Zwei-Lampen-Setup dann das Sinnvollste ist, insbesondere weil man hat halt auf der, dann auf beiden Seiten diesen Blendeffekt. Kleinen Moment, wir halten nochmal an. Hier, da ist der Blendeffekt halt wieder weg, und wenn man halt auf beiden Seiten eine Taschenlampe hat, dann hat man den Blendeffekt. Da könnte man jetzt hingehen und sagen, ja, man nimmt jetzt den Doppel-X400 oder man nimmt eine Taschenlampe und einen X400. Zu dem Schluss bin ich gekommen und das werde ich euch auch gleich nochmal demonstrieren. Ihr könnt es hier auch mal, ich lasse bloß schnell durchlaufen, ne? Ihr könnt es hier, das sind jetzt die normalen Taschenlampen, die leuchten ein bisschen heller, wie ihr seht. Ihr könnt es dann auch mal anhalten, je nach Taschenlampe. Die nehmen sich alle nicht viel, also das ist jetzt der große Clash zum Beispiel. Aber die Taschenlampen, ja, es gibt ein paar, die, die kann man umschalten, diese Taschenlampen, die Skeffs dabei haben, Ultrafire zum Beispiel, da kann man die Reichweite ein bisschen verändern, aber das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Letzten Endes nur, dass ihr es seht, Laser-Taschenlampen sind ein bisschen schwächer als die normalen Taschenlampen, und deshalb ist mein Schluss, man sollte eine normale Taschenlampe und eine Laser-Taschenlampe kombinieren, und da schauen wir gleich nochmal kurz rein. Und zwar, wo sind wir denn hier? Habe ich mal meinen Kollegen hier zwei Taschenlampen gegeben. Gehen wir mal kurz rein. Also, hier geht's weiter. Und jetzt links. Links X400 und oder Doppeltaschenlampe. Normal. Und dann auf der rechten Seite gleich hier. Das ist jetzt Doppeltaschenlampe. Also da ist auch der Blendeffekt auf beiden Seiten immer da. Ne? Also jetzt ist hier nicht mehr so krass. Okay. Hier ist wieder noch irgendwas im Weg. Aber es sind zwei Taschenlampen. Hier auf der Seite ist ein bisschen besser. Aber immer noch nicht perfekt. Ihr seht, man blendet wirklich nur, wenn man den Gegner direkt anleuchtet. Das ist eine der großen Änderungen. Aber auf die Seiten immer noch ganz guter Blendeffekt. Und jetzt halt hier auf der Seite, das ist mein bevorzugtes Setup. Taschenlampe und X400 in dem Fall. Die Ultra Fire heißt sie, glaube ich. Das ist diese kleine Taschenlampe, die die Skeffs immer in der Shotgun haben. Und ist meiner Meinung nach am besten vom Setup her, wie man sich selber blendet und wie der Gegner geblendet wird. Plus Taschenlampenreichweite. Und man hat natürlich auch einen Laser zum zum Zielen. Außerdem ein Laser verbessert die Hipfire, den Hipfire-Spread. Und sollte man eh immer haben, wenn man schon eine Taschenlampe hat, dann auch auf jeden Fall immer noch ein Laser dazu. Ihr seht hier, der Blendeffekt ist krass. Wir schauen uns das jetzt nochmal aus meiner Sicht an, also wie das für einen ist. Also ihr seht hier, ne, man sieht absolut gar nichts. Links ist nochmal normal, X400 und eine normale Taschenlampe, aber Doppel-X400, letzten Endes, es nimmt sich nicht viel. Ob man da, welche zwei Taschenlampen man da dran hat. Der Blendeffekt ist im Direkten sehr, sehr krass. Aber was halt wirklich interessant ist, ist, wie blendet man sich selber und wie ist die Reichweite? Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Warum Taschenlampe und X400 und nicht Doppel-X400 bzw. irgendwelche anderen Taschenlampen-Laser? Zeige ich euch jetzt mal hier.
Also, ich habe hier einmal mein bevorzugtes Setup, einmal X400 und einmal den Ultrafire. Ultrafire Taschenlampe kann man auch, glaube ich, in der Reichweite ein bisschen verstellen. Schauen wir uns gleich noch an. Und einmal hier einfach Doppel-X400, beides an einer HK416. Und ich zeige es euch mal kurz. Das ist jetzt hier Doppel-X400. Wenn man es anmacht, man muss immer darauf achten, wenn man solche Setups spielt, dass die Taschenlampen synchron sind, weil man hat ja bloß einen Knopf und das heißt, wenn eine an ist, die andere aus, dann ist das immer scheiße. Das heißt, da muss man dann vielleicht ein bisschen umbauen, eine runternehmen, anmachen und dann wieder draufschrauben. Achtet einfach drauf, dass das von Anfang an so passt, im Zweifelsfall mal im Hideout testen. Also, Doppel-X400, wenn man das hier anmacht, ne, dann so, einfach mit Laser, synchron, passt, da gibt es nicht viel zu beachten. Bei meinem Setup mit der Ultrafire und dem X400 geht es auch erst los, beide Taschenlampen an. Dann mit Laser und da sieht man, die eine Taschenlampe lässt sich schon ein bisschen umstellen. Und jetzt ist bloß der X400 an und dann muss man halt hier fünfmal umstellen und so ist dann das Setup, wie ich es spiele. Und jetzt das Erste, wo es mir auffällt, wegen der Reichweite, warum ich diese Taschenlampe spiele. Wir schauen uns als Erstes mal den X400 an. Also typisches Szenario, wo es mir immer auffällt. 222, man macht hier den Raum auf, leuchtet dahinter und hinter den Müllsäcken ist schon nicht beleuchtet. Und jetzt schaut euch mal an, was passiert, wenn ich hier mit dem Setup hinleuchte. Man sieht alles. Also, man hat durch diese Taschenlampe extra Reichweite, die sehr von Vorteil sein kann. Der Blendeffekt ist natürlich auf diese Distanz nicht mehr wirklich gegeben. Der blendet noch ein bisschen. Das ist bloß im Nahkampf interessant. Mit zwei Taschenlampen macht es keinen Unterschied. Wie gesagt, im Nahkampf haben wir eben gesehen, egal welche, es blendet. Und links und rechts von der Waffe, dass immer ein Blendeffekt da ist. Aber hier geht es um die Reichweite. Dann schauen wir uns mal kurz an, ne, wie weit es geht. Also, ich kann bis hier hinterlaufen und hier wird es dann dunkel. Hier würde ich jetzt dann niemanden sehen. Schauen wir mal hier. Genau an dieser Ecke von dem Schrank. Und jetzt schauen wir mal mit dem X400. Da sehe ich erstmal gar nichts und wie weit ich da vorgehen muss, dass man dann wieder was sieht. Und das ist dann hier, so, selbes Szenario, in etwa an der Ecke von dieser Tür. Das heißt, man hat hier gute 10 Meter extra Reichweite und die machen sich bemerkbar. Da kann man dann wirklich mit arbeiten und hat viele Situationen, wo man einfach noch was sieht, wo man mit Doppel-X400 nichts mehr sehen will. Und das ist halt das, warum ich noch eine extra Taschenlampe brauche oder mitnehme. Ein Laser oder zwei macht letzten Endes nicht viel Unterschied. Man kann auch mit einem Laser gut zielen. Was bei beiden Setups immer ein Problem ist oder allgemein, wenn man zwei Taschenlampen hat, sogar schon mit einer. Es gibt Stellen, da wird man einfach stark geblendet. Da blendet man sich selber arg. Also hier an der Stelle passiert es gerne mal. Hier ist es gar nicht so krass. Man muss ein bisschen weiter weg, dann blendet es. Also hier diese Stangen, es gibt noch ein paar andere Stellen. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man drumherum spielt. Das ist aber auch schon mit einer Taschenlampe ein Problem und es ist mit Doppel-X400. Nimmt sich das auch nichts. Also, das ist leider das einzige Problem mit Doppeltaschenlampe. Aber ansonsten, wenn man hier so durchgeht, ja, es ist teilweise ein bisschen hell. Aber ich finde, es ist sehr übersichtlich. Also, wenn man jetzt hier nicht direkt vor der Wand ist oder was auch immer. Oder hier, wie gesagt, wieder irgendwelche Treppen durchgeht, ist es sehr, sehr übersichtlich. Bis auf die eine oder andere Stelle. Ihr werdet dann schon rausfinden, wo das genau ist. Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Und ich würde sagen, allgemein, Doppeltaschenlampe mit der extra Reichweite, mit einem Laser, das ist the way to go. Meta, meiner Meinung nach. Also ihr könnt hier mit dem Setup fast bis ganz hinterleuchten. Also ihr seht wirklich viel. Und das ist ein großer Vorteil. Deshalb Doppeltaschenlampenmeter, aber nicht einfach Doppel-X400, sondern wirklich Taschenlampe und X400 oder Blader oder Clash, was auch immer. Das nimmt sich da nicht viel. Und ich habe natürlich hier, ich habe es ein bisschen quer positioniert, die Taschenlampe hier ein bisschen unten. Letzten Endes ist der Schalldämpfer immer irgendwie im Weg, aber es sieht einfach ein bisschen besser aus. Hier die Taschenlampe auf der linken Seite von der Waffe ist ein bisschen mehr aus dem Weg und deshalb mache ich das so. Aber das sind minimale Feinheiten. Letzten Endes eine Taschenlampe, ein X400 dazu und ihr seid good to go. Und das ist das Setup, das ich im Moment empfehle. Zwei wichtige Sachen gibt es noch. Erstens der Taschenlampen-Bug, bei dem die Taschenlampe an war, obwohl es bei einem selber aus war und dann hat man für den Gegner geleuchtet, ist so gut wie gefixt. Er kommt wohl noch hier und da vor, aber das ist nicht mehr so tragisch, weil eine andere wichtige Änderung, und zwar, dass Taschenlampen nicht mehr durch die Wand leuchten, hat wirklich funktioniert. Also ihr seht, ich habe hier meine die HK hingelegt mit Taschenlampe an. Die leuchtet nach unten und vorher, ihr wisst, wäre die Taschenlampe von unten sichtbar gewesen. Und auch mit diesem Taschenlampen-Bug wäre dann die Taschenlampe an und der Gegner könnte euch ja... Ihr leuchtet wie ein Tannenbaum ihr habt geleuchtet wie ein Tannenbaum durch alle Wände durch alle Decken durch und man hat komplett seine Position verraten. Und jetzt ist es so, hier, ihr seht, die leuchtet nach unten. Von hier unten sieht man einfach gar nichts. Und das ist auch so, wenn ihr jetzt durch Gebäude läuft. Ihr seid wesentlich unauffälliger, wenn ihr eure Taschenlampe anhabt. Aber ich würde immer noch empfehlen, ich habe meine Taschenlampen, also mein Taschenlampen-Key ist auf E. Ich habe Linien auf den Maustasten.
Nur falls euch wundert, deshalb ist eh frei und das ist mein Taschenlampen-Key. Deshalb immer Taschenlampe an, ausmachen. Und ist sehr zu empfehlen, wenn man sich daran gewöhnt hat, insbesondere ne, wenn man im Linkspeak geht, dann kommt man, dann kündigt man sich an, wenn man mit der Taschenlampe um die Ecke geht. Anders als im Rechtspeak, da will man das. Aber wenn man im Linkspeak ist, dann will man die Taschenlampe ausmachen. Kleine Feinheiten, so mache ich das. Aber auf jeden Fall Taschenlampe trotzdem nicht immer anhaben. Habt einen Key für die Taschenlampe, wenn ihr viel damit spielt, bei der ihr es ja an, ausmachen könnt. Und wenn ihr bloß mit Laser spielt, warum auch immer, dann habt auch nicht den Laser die ganze Zeit an. Weil ihr verratet einfach eure Position trotz alledem. Insbesondere wenn ihr um die Ecke kommt, kann der Gegner dann ja, anhand eurer Taschenlampe das Pre-Fire anfangen. Pre-Fire ist eine große Sache in Tarkov. Damit gewinnt man dann die Fights. Das heißt, wenn ihr rumkommt, am besten immer erst kurz vorher die Taschenlampe an. Und immer, wenn ihr sie braucht und ansonsten aushaben. So halte ich das. Und wie gesagt, hier, das ist gefixt. Und das ist schon mal eine gute Sache. Und ja, trägt zum Taschenlampenmeter bei oder zum Double Flashlight Meter, wie ich es gern bezeichne. Und ja, das war mein kleiner Mini-Guide rund um die Taschenlampen. Denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf Twitch, hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.